Ergebnis, du bekommst gar nicht das, was du bezahlst. Es gibt tatsächlich immer noch Anbieter, obwohl wir schon nicht mehr in den 90ern sind, die sind darauf angewiesen, dass die zwei Einzelgaragen hintereinander stellen und dann die Wände da irgendwie rausfräsen und die nennen das dann trotzdem Großraumgarage. Ein ganz besonderes Video ist das heute. Das ist unsere Pilotfolge zu unserer neuen Serie namens Garagen-Quickie. Und du kannst jetzt denken, was du möchtest, du kannst hoffen, was du möchtest. Das, was du im Endeffekt bekommst mit dem Garagen-Quickie, ist definitiv etwas anderes, was du glaubst. Wir starten den Garagen-Quickie jetzt erstmal ganz, ganz entspannt mit dem Vorspiel. Und das Vorspiel heißt Großraumgarage. Aber bevor ich dir etwas über dieses Vorspiel erzähle, möchte ich dir ganz gerne erstmal sagen, mit wem du gerade hier sprichst, beziehungsweise wer mit dir spricht. Mein Name ist Tim Brüggemann, ich bin Experte für Fertiggaragen und ich habe jetzt im Laufe der Jahre weit über 4000 Gespräche geführt mit potenziellen Bauherren und dementsprechend hunderte von Kunden zu ihrer neuen Fertiggarage verholfen. Das bedeutet, das, was ich dir sage, das hat definitiv ein bisschen Hand und Fuß. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Was ist eigentlich eine Großraumgarage? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil es gibt so ein paar Unternehmen, die nennen ihre Großraumgarage gar nicht Großraumgarage, sondern die geben dem Kind einen völlig anderen Namen, und zwar Großtorgarage. Das Clevere dabei ist, dass dieser Name eigentlich schon beschreibt, was du bekommst. Du bekommst nämlich eine Garage, die hat nicht so ein schmales Tor, sondern die hat halt so ein breites Tor. Breit heißt im Endeffekt knapp 5 Meter. Gibt auch etwas schmalere Tore, aber die meisten sind 5 Meter breit. Die Frage ist, warum solltest du dir eine Großraumgarage anschaffen? Und da gibt es verschiedene Gründe für. Und der offensichtlichste Grund ist tatsächlich die Optik, weil eine Garage mit einem wirklich, wirklich breiten Tor sieht einfach unfassbar geil aus. Dann gibt es da noch einen anderen Grund, das Praktische. Wenn du in deine neue Garage reinfahren möchtest und es öffnet sich dieser riesen Klopper an Sektionaltor, dann hast du wirklich Platz da reinzufahren. Also du kannst ganz, ganz entspannt dein Auto da rein bewegen, ohne Angst haben zu müssen, ob du vielleicht mit einem deiner Außenspiegel irgendwie an die Garagenwand kommst. Das ist ein ziemlich cooler Vorteil. Es gibt aber noch einen Vorteil, und zwar Vorteil Nummer 3. Und das ist nämlich Großraumgarage, so wie die Dinger wirklich heißen, bedeutet, du hast in der Garage einen wirklich großen Raum. Heißt im Klartext, du hast bei fast jeder Großraumgarage wirklich einen kompletten Raum. Bei fast jeder Großraumgarage, weil es gibt tatsächlich immer noch Anbieter, obwohl wir schon nicht mehr in den 90ern sind, die sind darauf angewiesen, dass die zwei Einzelgaragen hintereinander stellen und dann die Wände da irgendwie rausfräsen, dann bleiben da so komische Aussparungen einfach an den Wänden, die rauben dir Platz und die nennen das dann trotzdem Großraumgarage. Das heißt im Ergebnis, du bekommst gar nicht das, was du bezahlst. Also du kaufst eine Großraumgarage, bekommst aber nur zwei Einzelgaragen irgendwie doof hintereinander gestellt, was eigentlich ja keiner will. Okay, warum solltest du dich für eine Großraumgarage entscheiden? Wie nutzt man die denn im Alltag? Was ist das Praktische daran? Und da habe ich einfach mal ein paar meiner Kunden gefragt. 8 von 10 Interessenten, die sich nicht so ganz sicher sind, ob sie eine Doppelgarage haben möchten oder eine Großraumgarage haben möchten, 8 von 10 entscheiden sich am Ende des Tages dann tatsächlich für die Großraumgarage, weil sie einfach flexibler in der Anwendung ist. Also du kannst deine Autos ganz bequem da reinfahren. Du hast Platz zwischen den Autos. Das ist wirklich, wirklich eine sehr komfortable Angelegenheit. Stell dir vor, du fährst dein Auto rein und du kriegst deine Tür gar nicht mehr auf, weil gar nicht genug Platz da ist. Das wäre irgendwie doof. Du hast aber auch vor deinen Autos noch vernünftig Platz. Für, keine Ahnung, dein Rasenmäher, für dein Fahrrad, für das Bobbycar deines Sohnes oder deiner Tochter. Du hast eine Menge Platz und das ist genau dieser Komfort, das ist genau dieser Luxus, den du dir kaufst. Wo wir gerade beim Thema Kaufen sind, jetzt stellt sich dir wahrscheinlich die Frage, okay, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einer Doppelgarage und einer Großraumgarage, was nehme ich dann? Also wenn ich aufs Geld achten möchte, was ist dann die bessere Entscheidung? Die Antwort ist erstmal relativ einfach. Eine Doppelgarage ist im Grunde genommen günstiger als eine Großraumgarage. Erstmal. Im Detail ändert sich das dann vielleicht nochmal. Die zweite Frage, die du jetzt sicherlich haben wirst, ist, was kostet denn jetzt eigentlich eine Großraumgarage? Das kann ich dir ganz, ganz genau sagen, zumindest ganz, ganz genau einrahmen. Eine Großraumgarage wirst du nicht
für 10.000 Euro bekommen. Zumindest nicht von einem seriösen Anbieter, der dir wirklich auch Qualität dahinstellt und da auch eine Garantie hintersteckt. Das funktioniert leider nicht. Aber die gute Nachricht ist, eine Großraumgarage wird auch nicht mehr als 25.000 Euro kosten. Wir gehen dabei aus, die Garage ist 6 Meter lang. Je länger die Garage, desto hochpreisiger ist das Ganze natürlich. Wenn du das jetzt einfach mal in Vergleich setzt und überlegst, okay, kaufe ich mir eine Fertiggarage oder lasse ich mir eine Garage mauern, eine Großraumgarage. Wenn du das jetzt einfach mal vergleichst, dann kommst du im Grunde genommen relativ schnell zu der Entscheidung, dass es unfassbar clever ist, eine Großraumgarage als Fertiggarage zu kaufen. Wenn du schon weißt, dass du gar nicht mehr als 25.000 Euro bezahlst, dann wirst du da schnell drauf kommen, weil eine massiv gemauerte Garage in dieser Größe, die wirst du für 25.000 Euro nämlich nicht bekommen. Vorausgesetzt, das Ganze läuft seriös ab mit Rechnung und so, ne? Ich hoffe, der Quickie war quick genug und du hast ein bisschen was davon mitgenommen. Wenn das nicht so ganz dein Thema war, dann lade ich dich herzlich ein zum nächsten Garagen-Quickie. Den machen wir dann vielleicht in einer anderen Garage. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dir gefallen hat, ob du irgendwelche Informationen nützlich fandest und mitgenommen hast. Und wenn du da irgendwelche Kritiken dran hast, schreib es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Und ansonsten das standardmäßige Liken und Abonnieren, am Ball bleiben und ja, sei gespannt auf unsere nächsten Garagen-Quickie.